Arigato. Ich habe gerade sehr viele schöne Bücher bekommen. Und zwar Kochbücher. Nachdem sie japanisch sind, fangen sie natürlich von hinten an. Und das ist für Shogatsu, also für das japanische Neujahrsfest. Vielleicht mal kurz mal schauen, was man da so alles Schönes sieht. Da zum Beispiel Muscheln. Also, hier. Hamaguri no Suimono. Also das ist eine Suppe. Muss man natürlich wieder ein bisschen Inspiration holen für die nächsten Kochkurse oder für die Workshops. Auch hier zum Beispiel von Setsubun. Ja. Und die sind jetzt aufgeteilt nach. Da ist das Namakusa-Kayo auch drin. Also die sind eingeteilt nach Jahreszeiten. Also ich habe vier verschiedene gekauft. Eins ist für Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Harunatsu Akifuyu. Und das ist eben für den Winter bzw. eben ab dem Neujahr. Und da ist auch, habe ich schon gesehen, Valentins Cookie. Valentine Day. Yay. Ochoko. Vielleicht einen Kochkurs dazu. Was habe ich da noch hier? Das wird jetzt vielleicht jetzt dann interessant. Otsukimi kara Omizoka. Also Otsukimi ist ja jetzt dann das Fest für das Mondscheinfest. Also da, wo dann der Hase vorkommt. Ne? Weihnachten ist auch dabei, ne? Ist das nicht niedlich? Tsukimidango. Die werden wir wahrscheinlich dann machen. Hier, die da. Gibt's verschiedenste. Haben wir noch? Oh ja. Das ist alles sehr herbstlich auch. Also hier zum Beispiel ein Topf mit verschiedenen Pilzen drin. Und auch Imogohan. Und da sind auch sehr viele traditionelle Sachen drinnen. Nicht nur das Essen, sondern hier auch zum Beispiel Toshi, also was praktisch die Tag- und nicht die Tag- und Nachtgleiche, sondern der längste Tag, die längste Nacht des Jahres, gibt man in Japan in die Badewanne Schalen von der Yuzu rein. Also Yuzu ist die japanische Zitrone, ne? Genau. Na, sehr schön. Ah ja, hier auch die Yuzu, wie man sie richtig schält. Und was man auch mit der Yuzu alles machen kann. Sehr interessant. Ich freue mich schon, dann das alles genau durchzusehen. Yay. Was ist noch hier? Chiokeki, genau. Mochitsuki. Gyoza. Oh, Gyoza. Nicht so. Gut, was haben wir denn noch? Ups. Und hier haben wir noch Hanami kara Obon Tsukuro. Hier? Oh. Wie man sich richtig verbeugt. Die Schuhe richtig, wie man sich richtig hinsetzt. Wow. Muss alles ja richtig, muss man alles wissen, ne? Wie man auch die Stäbchen richtig hält. Oh, Obento. Mochi, Sakura Mochi. Yay. Was habe ich hier noch? Akashiya Mochi. Kennt ihr das? Kashiwa Mochi? Das sind Mochi mit einem Eichenblatt umwickelt. Das gibt es eben zum Shichi-Go-San. Zum Tag des, ja, nicht zum Tag des Kindes, Kodomo no Hi. Oh.
Furikake. Wisst ihr, was Furikake ist? Furikake, das gibt man über den Reis drüber. Und Shiso sind diese, also gibt es rotes und weißes Shiso, das ist für die Blätter, die roten Blätter. Yeah. Tanoshimi, sehr viele schöne Sachen. Ah, Obon haben wir auch jetzt gerade vor kurzem gehabt. Ja, auch wieder ein paar nette Sachen. Bonodori, warum tanzen die Japaner? So, Bon. Yeah. Oh. Was man zu welchem Anlass anzieht. Also sozusagen für nette Anlässe und für weniger nette Anlässe. Also ich glaube, das Rechte ist genau. Osoroshiki, also für Begräbnis. Und dann auch die ganzen. Ich war ja letztens bei einer Hochzeit und je nach Anlass gibt es verschiedene Kuverts, wo man dann das Geld reingibt, ne? Das Kotobuki. Und je nachdem, wofür, also das da zum Beispiel für die Hochzeit, das da, das schöne Goldene, ja. Das da zum Beispiel, das ist für Begräbnis, ja. Also da kommt auch auf die Farbe drauf an, ne? Und da steht auch was anderes drauf. Also das ganz besonders aufpassen, was man da. Finde ich super. Also ich glaube, da ist nur was zum Essen drin. Aber nicht nur, sondern auch die Regeln und die Verhaltenstechniken. Ne? Also hier sehe ich auch gerade wieder, was man nicht mit den Stäbchen machen soll. Wer das noch nicht weiß, muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr in meine Workshops reingehen. Nicht abschlecken. Gut, das war's ganz kurz. Ich zeige euch dann, glaube ich, morgen. Ich habe zwei Pakete bekommen. Morgen zeige ich dann noch, was ich sonst noch alles erhalten habe an japanischer Deko. Und ich habe letztens auch eine Bestellung aufgegeben bei Yatsuhashi, bei Otabe. Das sind diese japanischen Süßigkeiten aus Kyoto, die sind sehr bekannt. Ich zeige euch dann, was gekommen ist. Yay! Ja, mata ne!